Willkommen zurück bei Fallout 76, dem Beta-Preview-Event bzw. Beta-Test. Eigentlich ist es kein richtiger Beta-Test, weil nur Leute mit einer Vorbestellung auch einen Key bekommen haben. Und somit ist das keine richtige Beta, sondern dürfen nur Leute mit Privileg sozusagen teilnehmen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt alle Leute einen Key bekommen haben. Ist auch erstmal egal, ich habe einen bekommen, ich darf mitspielen, also ist mir das wurscht. Genau, ich habe die Cam jetzt ausgemacht, ich habe gerade nochmal kurz was getrunken und wir haben jetzt keine Zeit vergeudet, sondern machen direkt an der Stelle weiter, wo wir gerade im letzten Video aufgehört haben. Und zwar waren wir gerade noch im Camp gewesen, hier liegt ein totes Tier, was bist du? Eine Rathirschkuh, nicht eine Rathirschkuh, also da, die hat keine Räder oder irgendwie sowas, sondern eine Rathirschkuh, ne? Also eine radioaktive Hirschkuh. Genau, nur um das nochmal zu unterstreichen. Es ist mittlerweile Nacht geworden hier in West Virginia und wir streifen weiterhin durch die Wälder und suchen unser Glück irgendwo hier draußen. Genau, wenn das Spiel dann irgendwann veröffentlicht wird, also was ja, ich glaube, am 11. November passiert, 11.? Ja, ich glaube 11. war es, werde ich auf jeden Fall mit anderen Leuten zusammenspielen. Deswegen glaube ich nicht, dass ich da noch großartig streamen werde. Aber es ist nicht auszuschließen, dass ich zwischendurch auch mal alleine ein bisschen durch West Virginia streife. Was rennt denn darum? Was sind denn das? Wildes Getier. Die Waffe ist schon mal scheiße. Muss ich mal so anmerken. Oh Gott. Gibt's denn hier... Es gibt noch. Okay, das macht's mir ein bisschen einfacher beim Zielen. Von daher seht sie mir bitte ab, wenn ich das Red-System benutze. Oh Gott, schrecklich. Oh, ich treffe nicht, ne? Hallo? Warum rennt denn der im Kreis um mich? Oh Mann, ich bin so schlecht im Zielen. Es tut mir leid, ich muss erstmal wieder reinkommen. Oh, und die sind auch ziemlich schnell, die Viecher. Die gehen mir gerade tierisch auf den Sack. Lass mich doch mal in Ruhe, ihr scheiß Köter. Rennt die jetzt weg, oder wie? Nein. So, einer noch. Oh. Meine Fresse. Weißt du, und da fehlen wieder... Na toll, jetzt hat er zweimal. Weil irgendwie die Animation abgebrochen ist. Also Bethesda muss hier doch noch wirklich was machen. Jetzt habe ich zwei Stimpacks vermehrt. Ah, das ist ärgerlich. Das ist wirklich sehr ärgerlich. So, jetzt sammeln wir mal noch das Viech ein. Okay, dann gehen wir doch glatt mal weiter. Ich muss mir erstmal eine andere Knarre aussuchen, weil dieses Repetiergewehr oder was auch immer es war, ist nicht das Beste. Wo ist es denn eigentlich in der Liste? Ach, hier ist Jagdgewehr war es, genau. Dann nehmen wir doch mal die Impro-Pistole, die wir gerade gebaut haben. Also diese Repetierpistole hier. Kann man jetzt eigentlich wieder reparieren? Nein, sieht nicht so aus, ne? Das ging ja nur bei Fallout New Vegas, dass man Waffen auch reparieren konnte. Da liegt auch nichts drauf. Fand ich eigentlich ganz nett so, das System, dass man die Knarren wieder reparieren konnte. Also zumindest so jetzt frei, sag ich mal. Wie sieht's denn aus? Kommen wir hier in irgendwelche Gebäude rein? Sieht jetzt nicht so aus, als wäre dieses Gebäude betretbar. Auf jeden Fall, hier gibt's hier noch einen Molly. Das ist schon mal etwas. Und in diese Garage oder was das hier auch ist, kommen wir... Hallo? Wo hänge ich denn hier? Noch an irgendwelchen Steinen oder so. Komme ich scheinbar nicht rein. Aber ich kann diese Rußblume mitnehmen. Naja, gut, das ist schon mal etwas, ne? Das ist doch eine kleine... ein kleiner Wermutstropfen. Was liegt denn hier? Ein Seesack. Mit Vorkriegsgedöns. Was ist das hier? Ach, das ist nur so ein Aufkleberli. Okay, ist hier an dem Briefkasten oder was drin? Zahnpasta, natürlich. Zahnpasta kommt immer. Immer im Briefkasten. Wir sind in der Green Country Lodge angekommen. Mhm. Green Country Lodge. Keine Ahnung, was es ist. Das ist auf jeden Fall irgendwas. So, schauen wir mal rein. Wir kommen auf jeden Fall da rein. Hier ist die Tür. Ist hier noch was drin? Nein, Zeitungsständer ist leer. Halt, aber daneben stand noch was. Ein Zeitungsautomat, in der ist auch leer. Was gibt's denn hier Schönes? Oh! Ein Opossum. Ein wild gewordenes Opossum greift uns vielleicht gleich an. Also nicht nur vielleicht. Bei meinem Glück, da ist es schon. Kommst du wieder? Oh Gott, jetzt wünsche ich mir echt, dass ich es mit Maus und Tastatur spiele, ne? Oh, schönen Headshot gegeben. Ah, war es direkt tot. Opossumsfleisch. Sieht aber komisch aus, das Vieh.
Da war ich aber erschrocken. Maulwurfsratte. Böses Tier. Mach das nie wieder. Was liegt hier? Ein Stein. Hier noch irgendwas in dem Kasten. In dem Wagen. Ja, Aluminium. Ist das Ding jetzt rausgefallen? Ja, Aluminiumdose. Was liegt hier? Katzennapf. Oh, was ist das hier? Ein kleiner Grill. Hotdog. Ein Mini-Grill. Und hier eine Nuka-Cola. Schön. Wisst ihr mal, das passiert, wenn man sich in einem Spiel genau alles anguckt, so wie ich das immer ganz gerne mache, wie schon gesagt. Ich renne eigentlich immer überall rum und gucke mir alles an. Huch, hier komme ich die Treppe nicht hoch. Bin zu dick. Typisch. So, ein paar Kollegen, die hier rumrennen. Was ist denn hier noch drin in dem Eiskühler? Ein bisschen was. Huch, hier haben wir Blut. Ein Blutpaket, lose Schrauben und ein gemütliches Kissen. Ja, ein gemütliches Ruhekissen. Das bräuchte ich jetzt auch gerade, weil ich bin schon ziemlich müde. Aber für euch nehme ich das natürlich jetzt hier auf. Und außerdem habe ich auch Bock auf das Spiel. Immer eine neue Umgebung zu erkunden in Fallout. Das ist immer so ein bisschen wie ein neues Abenteuer. Weil man ja... Ne? Man darf sich ja ein bisschen umgucken. Man darf alles erkunden. Ich würde gerne Musik anmachen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das mit den YouTube-Richtlinien ist. Von daher lassen wir die einfach erstmal aus. Bis auf das, was jetzt hier immer mal so in den Radios dudelt, da kann ich ja nichts gegen machen. Den Zeug nehme ich mit. Wo ist denn hier eigentlich dieses Radio? Was ist das eigentlich für ein Gedudel? Ist ja schrecklich. Eine Seife. Spiegel wie immer kaputt, ne? Also beziehungsweise bleich, man sieht nichts. Ist auch nicht schlimm. Muss man sich wenigstens nicht selber sehen. So, was haben wir hier? Hier gibt es ein Treppenhaus. Da will ich aber noch nicht runter, weil da kommt ja gerade ein Kollege hoch. Hier gibt es sonst nichts weiter. Wow, was für ein tolles... Was ist das eigentlich? Motel oder was ist das? Naja, nun gut. So, hier gibt es noch einen Mülleimer. Da war gerade noch was drin. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was, weil ich ehrlich gesagt fast nicht mehr lese, was ich da alles einsammle. Weil, wie gesagt, Coca-Cola-Flasche. Ach, da ist noch eine drin. Die habe ich gar nicht gesehen. Die ist so unsichtbar. So durchsichtig, nicht unsichtbar. Dass man sie nicht erkannt hat als solche. Wie gesagt, ich sammle eigentlich immer alles nur noch ein. Guck nicht mehr drauf, was steht, weil es ist mir eigentlich mehr oder weniger egal. Hier liegt schon ein Willie May. Überlebensgeschichte Willie Mays. Und er hat ein wenig Vorkriegsgeld. Ich aber. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Ruhe. Hallo? Hallo, hallo. Hi. Das sollte funktionieren. Ja. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willie May. Hallo, Willie. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass wir es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Zur Abwechslung ist es mal friedlich. Und das ist gut so. Habt ihr schon mal von der Atomlotterie der Watoga Times gehört? Der Gewinner erhält einen 10-Jahres-Vorrat am Bramco Mac and Cheese, Salisbury Steak und natürlich Nuka-Cola. 20 Jahre lang habe ich bei dieser Lotterie mitgespielt und im Monat vor dem Krieg habe ich sie endlich gewonnen. Der Gewinn hat zwar nur 8 Jahre gehalten, aber es gibt ja niemanden mehr, bei dem man sich beschweren könnte. Nee. Als die Vorräte alle waren, hörte ich über das Radio den Aufruf der Responder. Also machte ich mich auf die Suche nach ihnen. Sie waren eine große Hilfe. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Zumindest für eine Weile.
Wie schalte ich das aus? Verfluchtes Gerät. Der Knopf ist es nicht. Der auch nicht. Ah, der hier. Der, wo Stopp draufsteht meistens. Mhm. Sie hat also einen Vorrat für Zeugs bekommen. Na, das ist ja schon mal ganz gut. Ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade nicht wirklich zugehört, was sie gesagt hat, weil das ist immer mein Problem. Wenn ich irgendwo rumlaufe, höre ich meistens nicht zu. Sie hat auf jeden Fall irgendeinen Jahresvorrat. Ich glaube, für Bramco oder wie es auch immer hieß, das Zeug bekommen. Mac and Cheese Zeug, ne? Kann das sein? Habe ich das jetzt richtig noch in Erinnerung? Es war auch gerade ein sehr langer Dialog, Monolog von ihr gewesen, deswegen... Oh, eine Blumenvase, ist meine. Deswegen, wie gesagt, schalte ich dann manchmal leider ein bisschen ab. Ich finde es aber schön, dass man im Vergleich zu anderen Rollenspielen, beziehungsweise Online-Rollenspielen, hier auch mal ein bisschen was vertont hat. So, ne? Weil man das in den wenigsten... Oh, schönen guten Tag. Die Brennwurst. In den wenigsten Rollenspielen hat, dass da irgendwas vertont ist. Ist eine Puppe drin, ne? Huch. Ja, Blumenvasen lasse ich jetzt mal hier stehen. Irgendjemand ist hier noch gestorben, scheinbar. Darf ich das mitnehmen? Lesebuch, Gästebuch. Unser Schicksal liegt nun in seiner Hand. Delbert. Ich weiß, meine Vater und Bruder geht es gut, aber ich habe so viele Freunde verloren. So viele. Ich denke ständig an sie. Ich kann nur hoffen, dass es ein paar von ihnen geschafft haben. Deshalb. Ich hoffe nur, dass es allen in den Worlds gut geht. Willie May. Das war die Frau von ihm. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Oder vielleicht ein Fenster. Miguel. Wir müssen nicht trauern. Denn niemand ist wirklich gestorben. Sie sind jetzt nur anders. Scott. Ich habe im Krieg nichts verloren. Mein Leben ist jetzt sogar besser. Trotzdem herzliches Beileid an alle, die jemand verloren haben. Gary. Trauer ist nicht sonderlich produktiv. Lukas. Darf ich die mitnehmen? Ich nehme sie mit. Ja. Lieber Papa. Wenn du das hier liest, findest du mich im Glockenturm in der Kirche. Ich habe Cornflakes und Spiele und einen Schlafsack für uns beide. Ich warte dort auf dich. Hab dich lieb, Colonel. Du fehlst mir, Papa. Lieber Vater, ich habe dir letzten Monat einen Brief geschrieben und Delbert bat mich, dir noch einen weiteren zu schreiben. Er sagte, er würde dich erreichen, finde ich Üstriche. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir gut geht. Alle kümmern sich um mich. Du fehlst mir. Vater, ich vergebe dir. Vater, ich vergebe dir. Ich verstehe es jetzt. Sich um Kinder zu kümmern ist schwer. Und für dich war es einfach zu schwer. Du warst jung und es ist einfach zu viel geworden. Ich verstehe es. Wirklich. Ich bin jetzt selbst erwachsen. Und nun, es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, warum du es getan hast. Aber ich bin dir deswegen nicht böse. Ich werde allerdings das Gegenteil von dem tun, was du getan hast. Ich werde nach Kindern suchen und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Ich hab dich lieb und vergebe dir, aber du brauchst nicht mehr nach Hause zu kommen. Colonel. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich heiße Tabitha. Und ich bin ein Junkie. Man hat mir gesagt, dass mich so etwas auf den Weg der Besserung bringen könnte. Cassidy, ich hatte nichts davon sagen sollen, nicht ein Wort. Ich war grausam und gemein zu dir. Patty, du hattest recht. Das habe ich auch damals schon gewusst. Cenk, du warst ein Arschloch, aber das war ich auch. Wir haben uns gegenseitig wehgetan. Sky, du bist wunderbar. Das hätte ich dir jeden Tag sagen sollen. Toby, ich habe es geklaut. Ich war damals total daneben. Aber es ist keine Entschuldigung. Pete, du hast was Besseres verdient. Lillian, ich habe dich angelogen, du hattest recht. Peggy, ich habe dich ignoriert, als du mich am meisten gebraucht hast. Allison, ich habe einfach nicht mehr mit dir gesprochen und das tut mir unendlich leid. Carrie L., ich habe mich nie für all deine Hilfe revanchiert, ich habe dich benutzt. Hunter, ich habe dich ausgenutzt, als du am schwächsten warst. Luisa, dein Rat hätte mir geholfen, aber ich habe dich ignoriert. Okay. Nichts hilft. Tut mir leid, der Befa. Haha.
Sie sind alle tot. Und du hast ihnen wehgetan. Sie haben... was auch immer sie getan haben, da fehlte ein Stück der Nachricht an die hier verstorbene Person. Schade, schade, schade. Ich versuche mir immer so ein bisschen Mühe zu geben beim Vorlesen. Wie gesagt, seht es mir nach, wenn ich mich mal verlese. Es tut mir dann auch echt leid. Aber ich bin kein geborener Vorleser. Vielleicht wird es mit der Zeit besser. Ich hoffe es. So, was haben wir denn hier? Mein Problem ist gerade, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich hingehen soll, was ich mir zuerst angucken soll. Eigentlich möchte ich gar nicht die Quest machen. Ich möchte mich eigentlich nur umgucken, aber dadurch, dass wir halt nur diese 4 Stunden haben, müssen wir das halt doch machen. Wir müssen halt doch uns überall hier umschauen. Was war denn das hier? Das ist eine Kirche. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Medical. Das war offensichtlich vor dem Krieg eine medizinische Einrichtung gewesen. Drucker. Der druckt ja sogar noch. Wie kann das sein? Oh, das ist ein Nadeldrucker. Responder. Was war das? Datenbank? Oder Terminal? Anmeldung. Konto auswählen. Gast. Willkommen, Gast. Die Responder-Dienste von Flatwood sind derzeit inaktiv. Falls Sie Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte einen Freiwilligenbot. Zugriff auf Datenbank. Zugriff verweigert. Newsletter drucken. Anfrage. Wenn die Responder in Kürze nach Flatwoods... Okay, ich lasse das jetzt mal sein. Normalerweise, wie gesagt, lese ich diesen ganzen Scheiß immer durch. Ich finde das hier mega gut mit diesem Drucker. So tolle Nadeldrucker. Bericht zur Wassersicherheit. Okay. Ergebnis, tralala. Fazit, Wasser ist nur gründlich abgekocht als Trinkwasser geeignet. Nehmen wir doch gleich mal mit. Das Radio mal hier aus. Was liegt denn hier für einer? Eine Responder-Leiche. Ist das richtig übersetzt? Responder? Oh Gott, das spuckelt manchmal, das Spiel, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Konsole liegt oder ob es einfach nur an der schlechten Optimierung liegt. Die Arzttasche ist nichts. Patientenakte von Bass. Ich lese das jetzt nicht alles vor, weil wir jetzt, wie gesagt, nicht die Zeit dafür haben. Ich gucke mich auf jeden Fall hier noch ein bisschen um. Wir nennen ihn nun den Großen Krieg. Er ist noch nicht lange her und die Zeiten sind hart. Dies sind die Geschichten von Überlebenden. Mein Name ist Dasa Ben Ami und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Respondern. Ich stamme ursprünglich aus Charleston. Es war also nicht schwer, mich ihnen anzuschließen. Am schwierigsten war all die Arbeit. Appalachia aus Ruinen wieder aufzubauen, während sich mehr und mehr Überlebende um uns scharten. So viele sind gekommen und gegangen. Und mit ihnen ihre Geschichten. Ihre... Bitte bereitstellen. Okay, jetzt hat die diese Nachricht von... Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten, ihre Gedanken und Geschichten aufzunehmen. Oder was auch immer sie der Zukunft anvertrauen wollen. Ich nenne diese Serie die Geschichten von Überlebenden. Ich fange mal selbst an. Ich war Doktorand für Anthropologie an der Voltec-Universität. Mein letztes Studienjahr. Ich druckte gerade meine Doktorarbeit aus, als ich die Sirenen hörte. Ich dachte, mein Vater, der bei Voltec arbeitet... Warum unterbricht sie denn immer, wenn ich irgendwas aufhebe? Hat sie ganz aufgehört, oder was? Schnappen Sie sich bei der Gelegenheit. Doch ein paar Stimpacks. Okay, ich muss was trinken. Muss mal gucken, Hilfsmittel. Da. Aufbereitetes Wasser. Trinken wir doch mal ein Schlückchen. Machen wir am besten gleich mehrere, damit das wieder voll ist. Und wir essen einen Apfel. Das bringt uns nur nicht viel. Das Fleisch müssen wir vielleicht mal kochen, dann wird es ein bisschen mehr bringen. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Liegt hier wieder irgendwas zum Looten? Nein. Sammle die abgeworfenen Vorräte ein. Ich gucke erstmal mir hier die Kirche an. Interessanterweise hat Bethesda die ganzen Assets, also die ganzen Sachen, die sie in Fallout 4 schon gebaut haben, beziehungsweise verwendet haben, haben sie hier nochmal wiederverwendet, weil diese Kirche kenne ich gerade vom Aufbau her. Und das ist nämlich die Kirche in, oh Gott, wie hieß die Stadt doch gleich, wenn man am Anfang, reinkommt. Wie hieß sie doch gleich? Ich komme gerade nicht drauf. Irgendwas mit C war es gewesen.
Komm leider nicht drauf. Ich habe wie gesagt Probleme mit Namen. Mit diese zu merken. Hallo. Keine Ahnung. Das hat mich gebeten zu erzählen, wie ich hierher gelangt bin. Aber, was ich sagen wollte... Also habe ich zugestimmt. Mensch, halt doch mal ran, ich möchte auch mal was erzählen. Und ich bin 13 Jahre alt. Ah, Colonel. Das ist das Kind von ihm. Ich will nur sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid für alles. Die Bomben und die verrückten Leute. Was kannst du denn dafür? Die Kühe mit den zwei Köpfen. Alles. Ich war böse. Einfach böse. Ich habe beim Diktat geschummelt. Hä? Ich habe Chip Wilkins gegen's Schienbein getreten, bis er geheult hat. Und? Ich habe Rosie McCloy die Treppe hinuntergeschubst. Ich habe Löcher in alle Turnhosen geschnitten. Und in den Kartoffelbrei in der Cafeteria habe ich Klebstoff getan. Gut. Ich habe Harold Newell gesagt, dass ihm Muskeln wachsen, wenn er täglich 10 tote Fliegen isst. Und ich habe Nuka-Cola in die Trinkbehälter im Tierladen geschüttet. Und ich will nur sagen, dass es mir alles leid tut. Denn mein Vater hat gesagt, wenn ich mich schlecht benehme, dann passieren schlimme Dinge. Was das? Seit die Bomben fielen, habe ich Daddy nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist er gegangen, weil er böse auf mich ist. Ist schon in Ordnung. Ich werde jetzt nur noch gut sein. Darf ich jetzt wieder? Ich bin noch nicht alt genug, um ein Freiwilliger zu sein. Aber Dasa meinte, ich könnte Nahrungsmittel und Wasser sammeln. Ich werde mich bessern. Versprochen. Und, Daddy, falls du das hörst, ich verspreche, dass ich kein böser Junge mehr sein werde. Also, kannst du bitte zurückkommen? Okay. Okay. Bis dann. Bist du jetzt ruhig? Ich finde es, was ich die ganze Zeit schon sagen wollte, weil ich durfte ja nicht. Ich finde es komisch, dass hier eine Raider-Leiche liegt. Ganz einfach aus dem Grund, es sind 25 Jahre vergangen, seitdem die Bomben gefallen sind. Und rein theoretisch durfte keiner mehr hier draußen sein. Also diese Raider-Leichen, die sind noch relativ frisch, wenn man sie sich mal anguckt. Die sind vielleicht ein paar Stunden oder so tot. Keine Ahnung. Und wenn wir die Ersten sein sollen, die aus den Bunkern rausgekommen sind und aus diesen Fraktionen aus der Vault 76, beziehungsweise aus den Leuten, die aus der Vault 76 rausgekommen sind, sich dann die anderen Fraktionen gebildet haben, dürften rein theoretisch hier keine Raider rumliegen. Vielleicht wird einem das aber noch irgendwie erklärt, wie das zustande kommt. Und es haben doch noch Leute draußen überlebt. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Check-in hier. Wo sollen wir es hier einchecken? Wir haben ein Wurfmesser gefunden. So, Selbstbedienungsterminal zum Freiwillige hier anmelden. Okay, haben wir gemacht. Ah, da ist ein Wert nicht richtig übersetzt worden gerade. Warum stand jetzt irgendwie was? Personenverzeichnis? Okay, viel zu viel Bla für jetzt. Wir lassen das einfach mal beiseite. Erster Kontakt, Quest abgeschlossen. Was ich jetzt machen wollte, ich wollte doch einfach mal gucken. Wir haben doch eben einen Levelaufstieg gehabt. Stufenaufstieg. Dafür dürfen wir uns jetzt einen weiteren Fähigkeitenpunkt hier aussuchen. Wie wäre es denn diesmal mit Warnung beeinflusst den Safar? Oh Gott, ich muss hier mal kurz weg. Hier hat irgendjemand Radio angemacht. Das ist gerade ein bisschen sehr laut. So, gehen wir nach hier draußen. So, gucken wir nochmal. Endurance, Ausdauer, steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit, deinen Widerstand gegen Krankheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Die nehme ich doch glatt mal. So, Dromedar. Alle Getränke löschen zusätzlich 25% mehr Durst. Oder bleib mal, du nimmst 30% weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Ich würde sagen, ich nehme den Durstlöscher. So. Mehr dürfen wir ja eh gerade nicht aus. Hä? So. Das kommt noch ein bisschen. Müssen wir erstmal durchsteigen, wie das funktioniert. Quest begonnen. Eins nach dem anderen. Werde ein freiwilliger Responder, indem du grundlegende Training abschließt. Das grundlegende Training abschließen. Jetzt haben wir gerade ein paar mehrere Quests. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier rein. Was machst du hier? Keine Ahnung. Dafür müssen wir nochmal an das Terminal. Da ist es schön, dass jetzt gerade beide an dem Terminal sind. Dann gehe ich halt mal eben woanders hin. Geh mal beiseite, Brennwurst. So, wir müssen nach hier. Und zwar
Wo denn? Genau. Hier eigentlich. Was soll ich denn hier machen? Hä? Ist hier draußen vielleicht irgendwas? Außerhalb des Fensters. Ich guck mal gerade. Ist das hier draußen irgendwo? Mutabären? Nö. Hä? Sag mal, ich habe doch gerade hier drinne eine Quest gehabt. Bin ich gerade ein bisschen... Renn noch mal rein. Also hier sieht man definitiv, da ist ein Kreis mit 15 Metern, dass wir hier rein sollen. Der zeigt auch nach hier und hört dann hier auf. An diesem Pfosten. Soll ich da nach oben gehen oder muss ich nach unten oder wie ist das? Ich gehe mal nach oben. Vielleicht muss ich da oben was einsammeln, was ich vorhin nicht gesehen habe. Aber hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Ist das irgendwie ein Bug in der Quest? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Okay, dann lasse ich den erstmal beiseite, weil ich nicht weiß, was hier genau Phase ist. Geh mal beiseite, Digga. Okay, gehen wir nochmal hier rein ans Terminal. Hoffentlich sind die Heinis jetzt weg. Genau, die sind weg. Okay. Benutzen. Personenverzeichnis. Ich möchte doch eigentlich nicht hier durchgucken. Oder soll ich hier einfach mal wild anklicken? Ich klicke jetzt einfach mal wild die Leute an. So, Colonel. So. Na. Oh, da ist schon wieder irgendwas nicht richtig übersetzt. Wicked Scary. Suche am nahegelegenen Fluss nach Kisha. Okay. Kriegen wir jetzt hier irgendwie so viele Quests oder wie ist das? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall das hier schon mal abgeschlossen. Hier müssen wir nach oben. Oh, Spiel ruckelt gerade. Massiv. Böses Leck. Was ist denn das für eine Musik, ey? Ach, das war die Jukebox unten, ne? Was ist hier? Ein Seesack. Vorkriegsgeld. Vorkriegsgeld nehmen wir gerne mit. Warum stehen hier Tische draußen? Oh, hier liegt ein Zettel. Kostenloser Kochunterricht. Kostenloser Kochunterricht für leckere Hausmannskost auf dem Parkplatz vor dem Gasthaus in Flatwoods. Pastor Delbert Winters leitet täglich Kochkurse, kostenlos für alle Überlebenden. Lasst euch verpflegen und lernt, wie man für die altmodische Art und Weise kocht. Nee, auf die altmodische, na egal. Karte, Pastor Winters berühmte Apalachee. Maismehlbrot, miam. Cramburger. Definitiv aus Fleisch, nur wahrscheinlich zumindest mit etwas Fleischgehalt. Ja. Okay, weitere Einzelheiten und den Unterrichtsplan erfahrt ihr von eurem freundlichen Responder vor Ort. Okay, gut. Was haben wir denn hier noch? Jetzt gucke ich mal gerade nach hier hinten. Briefkasten. Bericht zur Wassersicherheit. Den hatten wir doch schon mal. Den Bericht zur Wassersicherheit haben wir doch eben erst ausgedruckt. So, schauen wir gerade nach hier unten. Hier gibt's Wasser. Beziehungsweise, ach, hier liegt Keisha. Responder Keisha McDermott. So, und Keisha hat ein bisschen also, was zum Einsammeln und wieder was zu erzählen. Hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hi, ich bin Keisha McDermott. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation eines Wissenschaftsfests für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahrung suchen. Geradezu tollwütige Überlebende abwehren. Es war ziemlich übel. Ich traf ein paar Kids aus der Highschool, deren Eltern nicht überlebt hatten. Und wir fanden eine Weile lang gemeinsam in einem alten Haus Unterschlupf. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Radio zu reparieren. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Wir konnten uns vor Freude kaum halten.
Doch die Reise von Watoga nach Flatwoods war hart. In den Bergen begegneten wir ein paar Arschlöchern, die unser Essen und unser Wasser stahlen. Ich war unglaublich froh, die Responder in Flatwoods zu finden. Zelte für alle, offene Küchen, medizinische Versorgung, Schutz. Wir waren endlich sicher. Es gab da aber ein Problem. Die Wasserquellen waren stark verschmutzt. Heute erwarten Sie das spannende Ende von Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods. Warum spielt er die immer automatisch um? Das ist doch blöd. Aber die beiden sind nicht allein. Hier sind noch andere Leute? Ja, die holen wahrscheinlich nur was zu essen. Sind bestimmt bald. Du kannst mit mir warten. Dann geben sie dir bestimmt auch was zu essen. Du musst nur tun, was sie wollen. Was meinst du damit? Wenn sie Spiele mit dir spielen wollen. Spiele? Was denn für Spiele? Ich kenne die Regeln. Automatische Waffen an alle Mitarbeiter. Mr. Farnham ist außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher auf. Sobald sie benötigt sind, müssen sie den Server neu starten. Noch einmal. Das ist echt blöd. Wettsystem, das man nicht direkt analysieren kann. Meine Güte. Die Knarre ist auch blöd. Sie können. Dass man die immer manuell nachladen muss. Was hat denn der mit seinen Beinen jetzt hier? Hallo? Ach, der ist gedespawnt. Okay, gut. Na gut, schwacher wilder Ghoul, der hat nichts zum Einsammeln. Der hat auch nichts zum Einsammeln. Ja, Mensch. Warum ist denn der jetzt einfach gedespawnt? Was liegt da hinten? Haben wir eine Haarklammer dabei. Ja, ich finde es ehrlich gesagt, muss ich jetzt mal so sagen, ich finde es echt nervig, dass man hier ständig, wirklich ständig irgendwelche Holotapes findet. Oder was auch immer, also diese Nachrichten vorgelesen bekommt. Und das eigentlich völlig automatisch, ne? Das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so toll. Na gut. Und das Spiel hat doch ab und zu mal so kleine Mikro-Lags. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob es jetzt hier an der Konsole liegt. Oder einfach am Spiel. Ich schätze mal eher am Spiel, weil bei Red Dead habe ich das zum Beispiel ja auch nicht. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder heilen. Ja, wie gesagt, ein absoluter Noob beim Schießen bin. Soll ich jetzt hier wieder Wasser sammeln? Was ich nicht verstehe, warum bekomme ich Radiation, wenn ich Wasser sammle? Düngemittel. Ich muss irgendwann mal wieder zu meiner Kiste zurückfinden und mal den ganzen Schrott schon mal ablegen. Blumentopf. Ich mag Blumentöpfe. So, gucken wir mal. Vielleicht kommen wir wieder irgendwie. Analysiere die Ergebnisse des Wassertestkits in Kishas Labor. Okay, das machen wir doch gerade mal. Ich schätze mal. Es ist halt auch blöd, dass die Questmarker. Erstens, dass man so viele Quests gleichzeitig bekommt. Ist ein bisschen. Naja. Aber dass die Questmarker nicht unterschiedlich dargestellt werden. Das hätte man doch mal machen können. Entschuldigung. So weiß man ja nicht, wo jetzt welches Ziel ist, ne? Ich meine, klar, wir können es jetzt hier ungefähr erahnen und ich sehe auch gerade, dass wir da oben noch ein Event haben, an dem wir rein theoretisch mal noch gleich ein bisschen mit teilnehmen können. Müssen wir mal schauen. So, jetzt alle Getränke, abgekochtes Wasser herstellen. So, kann ich das nochmal machen? So, mehr kann ich nicht machen. Analysiere. Achso, ich sollte hier analysieren. Okay. Entschuldigung. Wasserprobe analysieren. Wassertyp. Schmutzig. Krankheiten ernst. Fazit. Die Wasserqualität hat sich seit der letzten Probe an denselben Koordinaten nicht verbessert. Freiwilligenstatus wird aktualisiert. Okay. Dann ist das Zeug immer noch genauso belastet wie vorher. Das ist aber nicht schön. So, okay. Ich gucke jetzt mal, dass wir mal zu diesem Event noch hinkommen. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu weit entfernt ist.
Oben ist hier wieder die Kiste abgerufen worden. Wieso habe ich diese Kiste denn jetzt wieder? Oder zählt das gerade nicht? Wo ist denn jetzt das Event? Müssen wir mal schauen. Karte. Ja, Leggy-Karte. Optional sammeln schmutziges Wasser. Töte die Farmhandaufseher. Okay, dann gehen wir doch mal glatt dahin. Weil, wie gesagt, das eine optionale Quest ist. Nee, Quatsch, dass ein Event ist, so rum. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ich glaube, es war hier hinten, ne? Können wir das mal mitnehmen, so ein kleines Event. Muss ich jetzt was essen, trinken? Nee, eigentlich nicht. Erstmal ein Hotdog. Wie viele Hotdogs müssen wir denn bitte essen? Landwirtschaftliches Vortech-Forschungszen. Na gut, da war wohl kein Platz mehr in der Textbox. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier richtig sind. Ich muss nochmal die Karte aufmachen. Vortech. Nee, wir sind hier nicht richtig. Wir müssen da nochmal drumrum um das Gebäude. So, okay, gehen wir doch gleich mal drumrum. Das müsste dann quasi hier hinten irgendwo sein, ne? Schauen wir mal. Ist das vielleicht hier drin, ne? Soll ich wirklich da rein? Moment, ich muss jetzt doch noch mal gerade gucken. Ne, es ist hier nebenan. Hier sollte irgendwie ein Gebäude stehen. Aufseher. Wo ist er denn? Da ist er. Ah, der Kollege also. Meine Güte. Die Knarre ist echt der Hammer, ne? So, den haben wir. Oh Gott. Diese Waffe, ne? Also, die ist echt der Hammer. Bleischrott haben wir hier gefunden. Gut, dass der Kollege mir jetzt geholfen hat, ansonsten hätte es noch länger gedauert. So, was haben wir denn hier noch? Stahlschrott. Hier liegt Metallhaufen, in dem nichts drin ist. Der ist aber auch sehr schlecht in der Welt platziert, muss ich mal so sagen. Es wirkt hier nicht irgendwie zugehörig. Normalerweise sind die Maps von Bethesda spielen immer doch ein bisschen hübscher. Also man sieht hier, dass es sich da, weiß ich nicht, ich meine 3 Jahre für das Spiel, also wie lange sie jetzt dafür gebraucht haben, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da hätte man sich doch schon mal ein bisschen, ne? Aber ich sage nichts. Kampfmesser-Machete, Schlagring-Sichel. Wasser, Jagdgewehr. Wir haben irgendwie nichts Besseres. Also, irgendwie. Ich probiere es nochmal mit der Impro-Pistole. Na, die schießt besser. Die schießt wenigstens. Naja, so ein bisschen. Halbautomatisch. Ein wilder Ghoul, dessen Füße im Dreck stecken. Na gut. Das liegt halt an dieser alten, uralt-Scheiß-Engine, ne? Also. Ich will ja nichts sagen, aber trotzdem, irgendwann müsste man doch wirklich einfach mal sagen, ja, komm, wir machen eine neue. Was brummt denn hier so? Hier noch so Bots oder was? Was? Schlammbohne. Das wirkt halt auch wieder wie naja, so reingerotzt hier, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ereignis abgeschlossen. Das Event. Naja, schön, dass dir das jetzt auch schon auffällt. Aber hier krabbelt doch noch irgendwas. Was ist das? Macht mich kirre. Vielleicht hier oben? Ich mach mal hier oben. Ah, hier. Sag mal. Oh, was ist denn unterwegs? Kleine Kollege. So, der ist jetzt Ruhe. Der ist jetzt ruhig. Der ist jetzt Ruhe. Feiner Deutsch. Mensch. Ein Ball, ein Schraubenzieher und Schrott, jede Menge Schrott zum Einsammeln. Was gibt's hier? Lass mich doch mal vorbei, ihr Pappnasen. Versiegeltes Einwegglas, oh ja. Das ist schön. Da könnte noch was Essbares drin sein. Gut, okay.
So, sonstiges. So, ich suche das landwirtschaftliche Vortec-Forschungszentrum. Mach ich doch glatt. Hab Bock drauf. Können wir mitnehmen. So, bin jetzt nicht wirklich gerannt, oder? Bin ich überlastet? Ich bin überlastet. Okay, ich muss zu einer Kiste. Halt, das ist nicht die Karte. Die Karte ist hier. Flatwoods. Wo war denn... Das war hier oben, ne? Lager der Aufseherin. Ich überlege gerade, ob ich mein Lager hier einfach irgendwo mal aufschlagen soll. Wäre ja mal eine Idee, ne? Könnte man ja mal probieren. Gucken wir uns mal das Lagerbau-Feature an. Vielleicht hier irgendwo so im Wald? Na, es ist halt so schräg alles. Jetzt kann ich natürlich nie mehr rennen, ne? Weil ich vollgepackt mit tollen Sachen bin. Wie wär's denn hier vorne auf dieser kleinen Lichtung? Gucken wir mal. So, hier ist er zwischen den Bäumen vielleicht. So, jetzt kann ich gleich nicht mehr laufen. Ja. Weil, wie gesagt, vollgepackt mit tollen Sachen. Okay, regenerieren super schnell die AP. Okay, gucken wir mal. Hilfsmittel vielleicht. Jetzt muss ich mal gucken. Wie hieß das Ding? Camp. Camp, Camp, Camp. Aufseher-Logbuch. Notizen, Schrott, Mods, Munition. Wo ist denn das jetzt, das Camp? Camp verlegen. L1. Hier. Darf ich das hier hinstellen? Ne, ich kann es hier nicht hinstellen. Camp kann nicht platziert werden. Überlappung einer bestehenden Baubereichs. Okay. Also man sieht hier auch schon mit der grünen Umrandung, wo man sein Camp bauen kann. Aber offensichtlich hat hier schon jemand ein Camp, beziehungsweise ja, ein Camp hingebaut. So, aber ich bin jetzt hier schon den Bereich abgelaufen und hier ist doch aber kein Camp. Warte mal. Warte mal kurz in Ruhe. Ich wollte hier mein Camp bauen, aber das darf ich offenbar nicht. Dann gehe ich mal kurz hier rüber. Probier das hier nochmal. Vielleicht ist hier oben zum Beispiel auf diesem Fels. Wäre eine Idee. Gucken, ob es geht. Tja, da ploppen gerade die Schatten rein. Ne? Das haben wir auch schon besser gesehen. Ja, hier ist halt auch ein bisschen ungünstig wegen diesen ganzen Kräutern, die hier wachsen. Ich probiere es trotzdem einfach mal. Es ist ja nur mal zum Testen. Huch, das wollte ich gerade nicht. Camp hierher verlegen. Hier kann ich mein Camp bauen. Sehr schön. Gut, 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 gut. Halte gedrückt, um eine eventuelle Kiste vielleicht zu bauen. Böden, Wände, Dächer, Treppen, Türen, Herstellung. Geschütze, Fallen, Schutz, Generatoren, Stromanschlüsse, Licht, Essen, Wasser, Ressourcen, Geräte, Betten, Stühle, Behälter. Behälter, meine Lagerkiste. Ist die dann für alle zugänglich oder ist die nur für mich zugänglich? Das wäre mal sehr interessant zu wissen, ne? So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? So, wie immer, ne? Huch. So, wir haben ein klein bisschen zu viel geladen. Transferieren wir doch mal ein bisschen Kram hier rein. Wie wäre es denn zum Beispiel mit diesem Beil und mit diesem Beil? Kampfmesser, Machete, Molotov-Cocktail. Oh Gott, das leckt aber ganz schön, ey. Sichel, Splittergranate brauche ich auch nicht unbedingt. Oh. Ja, die legen wir auch da rein. Rohrzange behalte ich mal. Kleidung. Zum Beispiel diesen Partyhut schon mal da rein. Ich guck auch mal an, wie das hier leckt, ne? Also manchmal, wie sich diese Anzeige in der Mitte dann so ruckelt. Das ist aber noch nicht schön. Also Bethesda, da müsst ihr wirklich noch was machen. Kann man nicht anders sagen. Den ganzen Schrott hier, ne? Gesamten Schrott hier lagern. Bitteschön. So. Kann ich alles drinnen lagern? Wieso nicht? Oh Gott. Gott, Gott, Gott. Die Performance ist unter aller Sau, muss ich mal so anmerken. So. So. Das ist also mein Camp. Gut. Dann bauen wir noch mal ein bisschen vielleicht. Ne? Das ist unser Stash, unsere Kiste. Ne?
Bodendekor. Kann ich ein Teppich hinlegen? Regaltisch. Wand sonstiges. Jetzt muss ich wieder ganz zurück. Oh Gott. Wände, Böden. Gegenstand kann nicht platziert werden. Gegenstand schwebt. Boah, passiert, ne? Okay, also im Baummenü haben sie offenbar nicht so sehr viel verändert. Huch. Böden. Kann man dann drehen? So kann man drehen. So, und würde ich dann sagen, baue ich hier mal eine Plattform hin. So. Ja. So. Und so. Na. Ach, Geld ist mir jetzt dafür abgezogen, beziehungsweise Ressourcen. Aber ich kann es hier nicht bauen. Warum kann ich es hier nicht bauen? Warum geht das hier nicht? Ach, weil ich kein Holz mehr habe. Okay, da haben wir schon mal unser kleines Fundament für unsere Hütte hier gebaut, ne? Das ist doch schon mal mindestens etwas, ne? So, dann würde ich sagen, ich verlege die Kiste nach da oben. So, du kommst mit. Dann stellen wir die hier mal drauf. Mann. Steuerung muss man da dran gewöhnen. So. Ja, wie gesagt, ich habe ja bei Fallout 4 ganz gerne gebaut. Ich habe mir die allererste Red Rocket Station, die man findet, habe ich mir sehr groß ausgebaut. Und habe sämtliche Power-Rüstungen, die man drinne findet, im Spiel, da reingeparkt. Also, es gibt hier auch auf YouTube, auf meinem Kanal, weiter irgendwo unten, schätze ich mal in den Videos, gibt es ein weiteres Video, wo man sich mal meine Red Rocket Station angucken kann, was ich da so gebaut habe. Und es ist meines Erachtens schon doch sehr beeindruckend, auch wenn Eigenlob stinkt, aber das, da habe ich mir echt, wie gesagt, sehr viel Zeit investiert. Und es ist nicht schlecht geworden, fand ich. Ich habe auch den Bug ausgenutzt, dass wenn man hier Zeug auf den Fußboden schmeißt, also Müll, dass man dann die Baubegrenzung quasi wieder zurücksetzt, ne? Radix, 200 Strahlen, was ist denn? Nein, ich möchte eigentlich ein Red Away. Ganz genau. So. Dann können wir uns nochmal ein Stimpack in den Wand jagen. So. Genau, und dann würde ich an dieser Stelle mit der Folge erstmal aufhören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 76. Bis dahin.